Herzlich willkommen bei 21 Bau TV. Blick auf den Nesenbach-Kanal. Und zwar auf den neuen, auf der alten Strecke. Und wir sehen, es beginnt die Deckenschalung. Im letzten Video hier gab es noch zwei Stellen, jeweils rechts und links der Seitenwand, die noch betoniert werden musste. Und jetzt geht's an den Deckel. Links im Bild kommt gleich die Umleitung rein, die man machen musste, damit der Bereich hier trocken ist und man kann bauen. Und die kommen dann wieder weg. Und das Ganze ist für alle, die neu auf dem Kanal sind, im Pausenhof vom König Kadrian, ja, Stift. Ihr könnt gleich dranbleiben. Wir laufen auf den Ferdinand-Leitner-Steg und schauen uns auch noch an, was die Bauarbeiten für die Stadtbahn machen. Denn ihr könnt euch erinnern, Anschluss Hallische Staatsgalerie zum Hauptbahnhof fehlt noch. Ungeachtet dessen kann die neue Haltestelle Staatsgalerie Ende des Jahres in Betrieb gehen, denn die Verbindung zum Charlottenplatz, wie jetzt, kann ja trotzdem genutzt werden. Im letzten Video bei BA24 habe ich gerade wegen dem Abbau des Förderbands gesprochen. Ja, außer Betrieb ist es ja schon. Deswegen, wenn man genau schaut, überall sind die Türen offen. Offensichtlich hat der Abbau schon begonnen. Nur, wovon ich gesprochen habe, die großen Elemente wegheben mit Straßensperrung. Hier der Gebhard-Müller-Platz ist dann komplett gesperrt über Nacht. Das ist dann natürlich auch ein anderes Schauspiel. Und wenn ich es richtig sehe, ist das erste Stück da hinten schon von seiner Verkleidung befreit. Thank you.
Ja, sorry, der schwankt hier. Es ist unglaublich. Die Jogger, die bringen die Brücke noch zum Einstürzen. Also Leute, bei der Gelegenheit letzter Blick auf die auf den Tiefbahnhof für heute. Und ich wollte dieses alte Thema, dieses Hirngespinst mal nochmal ansprechen. Der große Wald durch den Schlossgarten. Also da hinten, jetzt nicht so gut zu sehen, aber da beim Bonatzbau ist es ja die Deckenplatte ebenerdig zu den jetzigen Gleisen. Danach kam früher eine große Wand, ging es eine Etage tiefer. Das sehen wir gut an der Treppe vom Südausgang. Und deswegen ist da entsprechend der neue Tiefbahnhof aus der Erde heraus. Man sieht es deutlich an dieser Wand. Und das wird natürlich aufgefüllt schräg mit Erde und Gras drauf. Und von diesem Wall wurde da immer gesprochen. Und man sieht ja hier schön die Schräge, weil das fällt ab. Haben sie auch schon oft berichtet, in BA19 ist es dann schon wieder ebenerdig. Also dieses hochstilisierte Drama ist einfach nur eine Luftnummer. Hier, das ist die Höhe der letzten Kelchstützen. Also K8 dürfte das sein, wenn ich richtig nachdenke, und im Vordergrund wird dann K7 gebaut und von denen geht dann noch eine Kante runter, weil danach braucht man die Höhe nicht mehr, und dann hat man rechts im Bild schon BA19 und da ist es dann schon ebenerdig. Also alles nur halb so wild hochgespielt worden. Danke fürs Zuschauen, und wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wer noch nicht abonniert hat, draufklicken. Der Mario hat schon erklärt, es kostet nichts. Glocke aktivieren, dann gibt es auch eine Benachrichtigung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.